Katze Elsie. Mal gucken, was die so haben. Muss ich aber wieder Ton wegnehmen.
zum Gebet gerufen. Begebe ich mich mal in Richtung Moschee. Ist gut, ne? Sie hat doch einen richtig breiten Schirm. Ist halt eine Männermütze. Genau, richtig. Ich muss aber jetzt mutig sein. Da muss ich mich echt überwinden, ne? Da reinzugehen. Ich bin jetzt hier an dieser zentralen Moschee. Die ist nicht so heimelig wie die andere. Mal gucken, wo da überhaupt der Eingang für die Frauen ist, muss ich fragen. Hab ich noch nie gesehen. Das ist eine Überwindung. Das ist wirklich eine Überwindung. Platz euch. Schön, ne? Also, wie gesagt, die Mütze hat einen schönen breiten Dings und sieht auch gut aus. Oben ist sie auch, hat sie halt diese, ne, nur so eine Netzschicht, was das Ganze nicht so warm macht. Genau, also, das ist auf jeden Fall gut. Die gab es leider nicht in einer anderen Farbe für den Preis. In Braun hätte ich sie sonst noch. Und die gab es in Braun leider nur. 149 oder so, oder 179 sogar nur. Also war nur sehr gut. Die ziehen sich einmal rum Richtung Moschee. Nee, noch eine weiter. Nee, noch eine weiter. Aber die Nebeneingänge sind meistens auf der anderen Seite der Frauen. Die haben ja meistens getrennte Eingänge, logischerweise, zum Schutz der Frauen. Guck mal, das Ding ist ja auch lustig, ne? In schwarz, die sind ja sonst immer rot. Die Squats oder Quads, wie heißen die Dinger? So. Ja, man muss sich überwinden im Leben. Ich würde gerne mal wieder in der Moschee beten, das ist richtig schön. Aber ich habe halt immer so den Überwindungsfaktor. Ich gehe mal hier lang. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Nebeneingang hier ist. Ich frage dann natürlich auch, wenn ich das nicht sehe. Ich mache dann erstmal die Kamera aus, weil wollen die Leute ja nicht abschrecken hier. Hier würde ich jetzt einmal reingehen und fragen, nicht mal die Mütze ab, ne? Genau. Lädt ihr mal rein ins Vergnügen, ne? Ich mache die Kamera erstmal aus, können wir nachher filmen. Ich bin jetzt hier an der Nebenseite, mal gucken. Ich hier was sehe. Ja, da oben habe ich eine Frau gesehen. Gehe ich mal rein. Liebe Leute, ich bin jetzt hier alleine und habe mein Gebet verrichtet. Allah möge es inshallah annehmen. Ich habe hier eine nette Frau kennengelernt, richtig süß. Genau, ich bin noch so ein bisschen unsicher gewesen, wie ich das Gebet machen muss. Ich habe gelernt, dass der Hodja, also der Imam, der betet ja vor sozusagen, wir hören ihn aber nur, dass er nur die Fasgebete betet und wir vorher, bevor wir mit dem Imam beten, unser Sünnet beten müssen. Ne? Und das wusste ich nicht, jetzt habe ich mein Sünnet gebetet mit dem, also mein freiwilliges Vorgebet sozusagen mit dem Hodja. Dann habe ich die Frau gefragt und dann hat sie mir das netterweise erklärt, wie das funktioniert. Ja, also hier sieht das so aus. Ich bin Speicher voll, musste ich mal eben löschen. Ja, so sieht der Gebetsraum für die Frauen aus. Und es ist immer so, dass die Männer eben mit dem Imam in einem anderen Raum beten und man es quasi dann über Lautsprecher hört. Ja, man betet hier in diese Richtung. Das haben wir eben auch gemacht. Ja, gut. Dann weiß ich Bescheid. Das war sehr schön und dann hat man die ersten Hemmschwämme überwunden. Auf jeden Fall sehr schön und es ist immer ein ganz besonderes Gefühl, in der Moschee zu beten. Und viel schöner als zu Hause. Und eigentlich ist es so eigenartig, dass die Frauen in der Türkei das gar nicht machen. Das machen die Deutschen oder die Muslime, die in Deutschland leben, viel öfter. Und ich habe auch gehört, dass das in den arabischen Ländern auch viel mehr machen. Aber in der Türkei ist es gar nicht so angesehen. Also die Frauen beten eher zu Hause. Ja, aber es ist halt sehr schön gewesen. Ja, dann kann man das immer mal wieder machen. Inshallah, ich werde auch versuchen, die anderen Moscheen mal immer mit zu besuchen, die hier so in der Umgebung sind. Und jetzt, ja, bin ich voll mit Eindrücken und gehe meines Weges.
Hier ist wahrscheinlich noch so ein kleiner Raum, wo man dann noch bestimmte Dinge macht. Meine Schuhe habe ich da abgestellt. Man muss sich ja die Schuhe ausziehen. Was ist das? Kann ich nicht lesen ohne Brille, vielleicht Reklame. So, jetzt zieht man sich dann wieder an. Wir sind ja genau hier an der Hauptmoschee. Da hinten ist das Akdeniz-Zentrum. Und ja, genau. Ja, das war eine sehr schöne Begegnung, die ich eben hatte. Katzenfutter liegt hier auch. Ja, das ist halt die Moschee und der Eingang für die Frauen. Und da ist das Einkaufszentrum. Genau, und jetzt gehe ich mal wieder. Hier gehen die Männer dann rein und beten. Ja, und dann gucke ich mal, ob da eventuell schon der Elektromarkt oben aufgemacht hat. Das ist halt die Moschee, die hier auf dem Hauptplatz steht. Ja, das war jetzt sehr schön, muss ich sagen. Der steht hier ganz oben auf dem Dach. Und jetzt muss ich wieder in diese blöde Kontrolle. Ne? Ich hasse es, ja, ehrlich. Also das ist echt immer nervig, ne? Dass du durch diese Personenkontrolle musst. Musst du immer deine Handtasche da reinschieben und dein Handy kannst du dann daneben legen, aber trotzdem nervig. Naja, hilft nichts. Mal eben gucken, ob dieses Elektrozentrum auf hat. Dann scheint es auch schon wieder relativ spät zu sein. Also ich würde mal sagen, das ist mit Sicherheit 5:45 oder so. Das würde mich dann wieder nach oben führen, mein Weg. Na gut. Das scheint genauso zu sein, wie es vorher war. Nichts Besonderes. Mehr eröffnet der Elektromarkt. Ne, ich würde jetzt ungern bis nach oben latschen, weil du musst immer komplett einmal das Zentrum durchlaufen. Ne? Du kannst jetzt nicht überall hoch, sondern du musst da und dann da hinten weiter. Das ist richtig nervig. Naja, wenn wir dann schon mal da sind, dann machen wir das doch einmal. Ich kann da unten noch mal gucken, ob die irgendwie was mit Stativen oder so haben. Das kann ich noch mal machen. Da sind ja die ganzen Handyshops. Ja. Ein Glück sagen die nichts. Normalerweise darf man nicht in den Einkaufszentren filmen. Guck, jetzt muss ich ganz auf die andere Seite. Oder kann ich da hoch? Mal gucken. Das wäre jetzt meine Blödheit gewesen. Nee, siehst du, da kannst du noch runter. Du musst einmal richtig oben auf die andere Seite, damit du weiter hochgehen kannst. Nee, ich hasse es, ja. Beim LC Waikiki musst du auch für die Kasse. Gibt es eine Kasse unten, die ist gar nicht besetzt. Bei den Herren, da bin ich nämlich hin. Und dann muss ich erstmal nochmal 2 Stockwerke wieder hoch, um an die Damenkasse zu gehen, um da zu bezahlen. Auch nervig. Immer schön das ganze Einkaufsgebiet durchlaufen, bevor man da zum Ziel kommt.
Scheint noch nicht aufzuhaben, der Elektromarkt. Ich sehe jedenfalls nichts. Nee, ist immer noch nicht auf. Leider, leider. Dann können wir auch glatt wieder runter. Weil was anderes interessiert mich hier nicht. Nö, dann gehe ich wieder runter. So. Ich überlege gerade noch, ob ich noch mal zum Salle-Pasar gehen soll. So, wieder raus. Ah ja, da unten wollte ich noch mal gucken, ne? Genau, den Elektrogen. Die haben nicht so wirklich das, was ich brauche. Die haben zwar diese Selfie-Sticks und mein Selfie-Stick ist tatsächlich kaputt gegangen, aber mein Gott, muss man das? Ich habe ja den teuren, diesen, ne? Halt immer schief, aber der ist auch sehr schwer in der Hand, aber man kann ihn trotzdem benutzen, das ist ja nicht egal. Wenn mir irgendwas Tolles gefällt, dann würde ich das auch nehmen, aber etwas Außergewöhnliches, aber bisher habe ich da noch nichts gesehen. Ich gehe jetzt mal in die Elektroläden.